Neu-Eden. Es hätte ganz anders sein sollen. Na los, Mac. Es ist da vorn. Doch wenn es irgendwer hinbekommt. Jewel? Dann bist das sicher du. Okay. Wir suchen eine Energiequelle. Nur so können wir unseren Crawler wieder online bringen. Hast du die Fährte, Mac? Dann folgen wir ihr. Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem nächsten Projekt auf meinem Kanal, ReCore Unlimited Edition. Ich glaube, das hieß so, Unlimited Edition, ja. Das Spiel ist auf der Xbox und für den Windows PC, Windows 10 rausgekommen und ist so ein bisschen Science-Fiction, RPG, Ego-Shooter, genau. Und ich finde, das sah noch relativ interessant aus. Jetzt wollte ich nur noch nachträglich gerne den Untertitel ausschalten, weil ich gerade gemerkt habe, dass die Synchronisation ja auch auf Deutsch ist. Audio, Untertitel, den brauchen wir nicht. Dankeschön. Gut. Und ich gucke jetzt mal, ob bei der Grafikeinstellung, da können wir auf 60 FPS ruhig machen. Qualitätsstandard Ultra, ist alles gut, sehr hoch. Texturqualität, kann ich da auch auf Ultra? Nee. Erweitert. Kamerabeschränkung aktiviert. Das ist alles gut so. Doch, das ist alles gut so. Und, Einstellungen speichern. So, Videosteuerung, Video. Okay, an der Stelle, wenn euch der Part gefallen würde, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback freuen, mit einem Daumen nach oben oder einen netten Kommentar, das kennt ihr ja, das ganze Prozedere. Genau, ich habe auch ein komplett neues Overlay mit neuem Webcam-Rahmen und, sag schon, Outro, also Endcard und alles drum und dran und das werdet ihr alles noch sehen. So. Verfolge das seltsame Energiesignal zu seinem Ursprung. Wir müssen wahrscheinlich dem Hund jetzt folgen. Doppelsprung, drücke zweimal. Okay, gut, zack. Yep. Nice. Die Höhle funktioniert. Die Schubdüsen laden sich wie vorgesehen auf. Kann man auch. Nee, ich dachte, man könnte vielleicht in die Ego-Perspektive umschalten, aber das müssen wir wahrscheinlich dann so machen. Steuerung ist schon mal richtig geil, finde ich. Da, eine Öffnung oben auf der Klippe. Da kommen wir rein. Da müssen wir hoch. Juhu, wir können sprinten. Wie geil. Oh, was geht denn hier? Okay, also wir haben anscheinend auch. Hey, warum greifst du auch ein bisschen an? So Level. Müssen wir das Ding auch erledigen? Nicht, gell? Ist geil. Ist richtig geil. Die Kernbot-Höhlen. Die Plünderer-Bots haben sie offenbar ausgeschlachtet. Und der hilft uns wahrscheinlich, der Hund, ne? Die meint die hier. Das Spiel ist vor einigen Tagen erst rausgekommen, wie gesagt, auf Steam. Und eben auch im Xbox Store. Und der Trailer hat mich halt mega inspiriert dazu. Ich finde auch die Musik im Hintergrund beim Trailer war richtig geil gewesen. Und von dem her habe ich gedacht, hey, lasst uns das doch mal gemeinsam ein bisschen ausprobieren. Ich kann das gerne auch mal live streamen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten mache ich einfach mal so lange Parts, wie es euch und mir gefällt. Ne? Machen wir so. Machen wir so. Guck mal, wie geil sich der Sand auf die Seite bewegt, wenn man die Schubdüsen aktiviert. Richtig geil. Verfolge das. Ah, wir sind immer noch da und müssen immer noch da hoch. Ich denke, wir müssen dem Hund am besten weiter folgen. Hat er einen Namen? Scheiß Spinnen. Okay, dann mal auf nach ganz oben. Du gehst vor, Mac. Ah, der heißt Mac. So wie McDonald wahrscheinlich. Ich bin hinter dir. Ja, der cheatet ja, der nimmt ja hier die Abkürzungen. Die meisten Menschen auf der Erde haben auf den Bildern von Neu-Eden nur Felsen und Sand gesehen. Aber manche von uns ein neues Paradies. Ja, also, ich finde jetzt die Atmosphäre hier in dem Spiel eigentlich noch bis jetzt, so Ersteindruck, gefällt mir schon mal gut, ne? So Wüste, bisschen so Endworld-Szenario, habe ich wow, so das Gefühl. Vorsichtig, da geht's tief runter. Die werden bewacht. Oh, guckt euch mal die ganzen Spinnen an. So. So. Wenig Munition. Du hast noch kaum Munition. Unterbrich das Feuer, um schnell Munition regenerieren.
Also lädt die sich von selber auf? Ist das so eine Art Waffe, die sich von selber auflädt, oder was? Hm. Bei der Tür fehlt offenbar der Energiequellenbot. Der Kleine muss hier doch irgendwo sein. Verfolge das seltsame. Also einen Energiezellenbot brauchen wir. Da bist du. Genau, da ist er. In deine Fassung. Hey, der Hund macht ja alles für uns. Oder? Ah ne, wir bewegen wir das Teil. So, rein da. Rein mit dir. Neues Bestarium, neuer Bestarium-Eintrag. Das ist, wenn man... Hast du das gehört? Komm mit, hier lang. Jo, du bist ein ganz braver, bist du. So. Bam, 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 bam. Komm zurück! Nein, komm zurück, Hund. Ey, ich will den umlegen. Wieso kann ich den nicht umlegen? Nein, bist du dumm? Bist du dumm? Was klaut der mein Hund? Als ob der jetzt meinen Hund klaut. Wo muss ich denn lang? Der ist tot. Energieschuss. Was? Ist, also, mit einem Energieschuss kannst du mehr Schaden verursachen oder mehrere Ziele zugleich treffen. Halte das Mausrad gedrückt, um dein Gewehr aufzuladen. Ah. Neues Bestarium, neuer Bestarium-Eintrag. Mein Hund ist tot. Ah, da müssen wir sprinten, okay. Sehr schön. Hier kann man sich ja wiederbeleben, oder? Oh. Doppelsprint. Was? Drücke während der Bewegung leer und... Dann leer und halte dann Umschalt gedrückt, um Gründe zu überwinden. Also so, so und so. Mac müsste hinter dieser Tür hier sein. Was muss ich machen? Verwende F, um... Also. Ich weiß jetzt zwar gar nicht, was ich gemacht habe, aber es scheint funktioniert zu haben. Da ist ja der Hund. Nein. Ich helf dir, Kumpel. Gar nicht gut. Sei etwas vorsichtiger. Hier werden wir nicht viele freundliche Bots treffen. Als ob. Windhöhlen. Du kleiner Bastard. Mein ganzes Nest aufgeweckt. Boom. Boom. Oh oh, meine Waffe ist leer. Ah, das haben wir richtig gut hingekriegt. Mac, runter! Der hat auch ein paar Skills drauf. Oh, wusste nicht, dass er das kann. Das ist dein Hund! Jules kann ihren Kernbots befehlen, tödliche Angriffsfähigkeiten einzusetzen. Drücke beim Zielen auf einen Gegner E, um Max Sprintfähigkeit einzuschalten. Okay. Das heißt. So. Ah, und nochmal. Levelaufstieg. Max ist jetzt Level 2. Jules Waffe ist jetzt Level 2. Das geht ja richtig ab hier. Oh oh, keine Munition mehr. Einen haben wir noch. Yes, die haben wir geschafft. Als ob jetzt da noch einer kommt. Der Angriff von dem Hund ist ja mega stark. Hast du ihre Höhlen gesehen, Mac? Sie waren verrostet. Ja, die gehören halt zum älteren Modell. Meine Meinung, aber wir müssen weiter. Mach mal auf hier, komm. Noch ein fehlender Zellenbot. Was sie wohl alle aus den Fassungen verjagt hat. Du findest es. Aha. Drücke und halte R. Nächste Gebiete. Sieh dich hier mal um.
Ah, so eine Art Sensor. Oder ein Radar, würde ich sagen. Hast du die Fährte, Mac? Der sucht noch. Der sucht noch. Ah, der hat eine Stelle zum Graben gefunden. Geh mal nach, Kumpel. Ja, komm, dann buddel mal aus. Juhu, wir haben ihn gefunden. Wir tun hier nichts. Cool, der kann also auch noch buddeln. Jetzt besser? Ja, ich höre es auch. Die Energiequelle muss hier sein. Boah. Vorsicht, rauchen. Nein! Ah, komm schon! Na los! Na los, na los, na los! Hä? Wo sind die hin? Aua, als ob die jetzt einfach weg ist. Doch, die ist weg. Kernbots sind viel intelligenter als Kernbots, aber sie alle waren so laut, dass sie Menschen lieben. Bist du behindert? Einfach so aus dem Nichts zu kommen? So, weg mit dir. Diese Energiequelle sendet wirklich seltsame Signale aus. Nein, ich will da hoch. Vielleicht beeinflusst sie die anderen Bots. Muss ich da hoch? Bonus-LP. Nee. Wie komme ich denn da hoch? Ich kann ja nicht fliegen, Leute. Guck mal, ich habe... Nee, doch nicht. Irgendwie muss man doch da hochkommen. Zack, 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 zack. Ich will da hoch. Ui. Yes. Zwar ein bisschen gecheatet, aber so geht's auch. Hup. Komm mit, Mac. Zur Energiequelle geht's hier lang. Kommt der Hund mit? Schafft er. Als ob der von ganz unten da jetzt hochspringt. Mein Extraktor müsste an dieser Tür auch funktionieren. Na, jetzt muss ich das wieder machen. Warnung. Hat funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich tippe einfach F und wenn es rot wird, lasse ich es los. Das Teil hat Schilde. Vielleicht geht mein Energieschuss durch. Der Energieschuss fügt dem Gegner mit Schilden zusätzlichen Schaden zu. Halte gedrückt, um den Schuss aufzuladen und lasse los, um zu feuern. Dieser Schuss kann zudem einige gegnerische Aktionen unterbrechen. Experimentiere also mit dieser Attacke, um sie möglichst effektiv zu verwenden. Juhu, okay. Los, geschafft. Ja, ich und mein Bruder Mac oder mein Bro Mac. Ein wahrer Wegbegleiter hier durch die Wüste. Was wäre ich nur ohne ihn? Ohne diesen 10 Meter hohen springenden Hund. Da oben, sieh mal, die Energiequelle. Da, das brauchen wir. Ich leg's einfach um, okay? Wenn wir näher rankommen, kann ich ihn mit dem Extraktor schnappen. Wir müssen da runter. Das sieht für mich sowas von nach einem Bossfight-Gelände da unten aus. Wenn ich jetzt darunter springe, wir werden sehen. Nö, doch nicht. Halte. Ah nee, warte, ich muss das machen. Und dann F. Aha. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Der Eisenreißer. Dann wird wohl Zeit für die harte Tour. Muss. Muss. Wir brauchen diesen Kern. Auf geht's, Max. Oh, verdammt.
Nein! Als ob der so stark ist. Ja, wir schaffen das. Ey, ich bin ja bald tot. Ich bin ja fast gestorben eben. Als ob. Komm, der letzte Viertel noch. Warum ist der denn in Slow Motion da in der Luft? Hä? Er heilt sich ständig selbst. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausziehen. Was? Der Kern eines Gegners kann extrahiert werden, wenn seine Gesundheit reduziert ist und der Höhe... Was? Also wenn der im letzten Viertel ist... Jetzt muss ich F drücken. Komm schon. Yes, geschafft. Hab dich. Oh. Sauber. Diese Energiequelle haben wir verfolgt. Ich habe noch nie so einen Kern gesehen. Und du, Mac? Alle Farben sind vermischt. Oh, komm her, Junge. Lass mich das Bein mal sehen. Sieht nicht so schlimm aus. Aber hier kann ich das nicht reparieren. Schaffst du es zurück zum Crawler? Okay, okay. Gehen wir heim. Yay! Okay, Mac. Wir haben, was wir wollen. Levelaufstieg. Levelaufstieg. Zurück zum Crawler. Auf der Jagd. Ziel abgeschlossen. Neues Ziel. Auf dem Heimweg. Na, dann machen wir das doch. Der Kern war offenbar mit dem Sicherheitssystem verbunden. Nutze M, um einen kurzen Blick auf die Karte zu werfen. Okay. Das war... und hier... okay. Das war... und hier ist... Also, hier unten ist dann auch schon das Zuhause. Als ob das jetzt einfach da unten ist. Hätten wir ja gerade hier lang laufen können und nicht einmal 50.000 Kilometer durch die Wüste. Mhm. Yep, da ist der Crawler. Gesammelt. Home sweet home. Zack. Wieso unten durch, wenn man oben durchlaufen kann, ne? Abgenutzte... was? Stellentriebe? Ah, ich hab's nicht lesen können. Sie dürfen nicht an den Crawler. Nein, dürfen sie nicht. Einen haben wir. So, das war's. Da können wir noch was einsammeln. Wo rennt denn der hin? Wir müssen doch hier hin. Ah, nee. Ui, was war das denn? So, ein. Oh, der ist ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Den haben wir? Haben wir sie? Yes, sauber. Wir noch plündern, was wir hier aufheben können? Wir müssen jetzt aber... Wieso läuft denn der Hund? Wo läuft denn der lang? Ah, der läuft einfach unten lang, oder? Kann das sein? Was ist los? Komm. Hier müssen wir hin. Ist das unser Raumschiff oder was ist das? Schon, gell? Ich denke mal schon. Da. Gehen wir rein und testen, ob der Kern die Energie wieder anstellt. Sauber. Gewehrmunition lädt sich mit der Zeit von selber wieder auf. Das haben wir gelernt.
Ich hoffe, es klappt. Seltsam. Es hat anscheinend gar keine Energie verloren. Hey, Kleine. Falls du dies noch vor dem Schlafen hörst, träum schön. Falls nicht, wach endlich auf. Das waren 200 Jahre. Hör zu, ich wollte nur sagen, dass ich hier noch ein bisschen was zu tun habe. Aber ich bekomme einen Platz auf der nächsten Evakuierungsflotte. Und treffe dich auf Neu-Eden. So wie versprochen. Keine Sorge, Jewel. Alles verläuft genau nach Plan. Ich weiß, Mac. Nichts läuft gerade so wie geplant. Also, schau mal. Der Pylon im nächsten Sektor ist offline. Mit der neuen Energie können wir das Tor öffnen, hingehen und nachsehen. Aber dem Bericht nach ist der Pylon offline seit 96 Jahren? Warum sind wir nicht aufgewacht, als das Problem auftrat? Wir sind das nächste Wartungsteam, oder? Was ist passiert, Dad? Wo bist du? Und wo sind alle anderen? Komm schon, Mac. Ich flick dich zusammen. Und dann kümmern wir uns um den Pylon. So, meine lieben Freunde, das war's mit dem ersten Part von Komm rüber zur Werkbank, Mac. Recore. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen und würde mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt noch einen schönen Tag, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao!